wenn irgendwas war, was mich wirklich rasend gemacht hat. Es war wie wenn ein schwarzer Mustang auf die Hinterbeine steigt, rote Augen hat und es raucht aus seinen Nüstern. Was mich sehr, sehr wütend macht, ist, wenn Menschen ihr Wort nicht halten und wir irgendwas ausmachen zum Beispiel und dann im letzten Moment wird irgendwas umgeworfen. Das nervt mich tierisch. Und es gibt noch viele, viele, viele andere Dinge, die mich manchmal nerven. Ich bin ein emotionaler Mensch. Ich lebe auf dem Planeten emotional, das ist ganz schön. Ich habe gelernt, das zu kontrollieren. Das ist auch sehr schön für mein Umfeld vor allen Dingen. Und zwar war es immer so, wenn irgendwas war, was mich wirklich rasend gemacht hat, hatte ich so ein inneres Bild. Es war wie wenn ein schwarzer Mustang auf die Hinterbeine steigt, rote Augen hat und es raucht aus seinen Nüstern. Und wenn das so war, habe ich dann meinen schwarzen Mustang ausgeritten und vrum, 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 im Galopp sofort gesagt, zack, 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 das geht gar nicht. Da warst du unzuverlässig, da verstehe ich dich nicht, da hat mich das und das genervt, was auch immer. Und der andere hatte wie keine Chancen. Das habe ich oft erlebt, dass wenn ich frustriert bin oder wenn mich was wütend macht, ich manchmal diese Wut ungefiltert einfach rausgaloppiere. Auch da hat Gott mir geholfen inzwischen und hat mir einfach mal gezeigt, so, woher kommt denn manchmal diese ungebändigte Wut auch und diese auch zerstörerische Wut. Weil tatsächlich ist das ja keine Art und Weise, wie man gut und gesund mit Konflikten umgeht. Und in dem Fall habe ich tatsächlich in einer Seelsorge-Session das erkannt, was es so mit meinem Mustang auf sich hat. Den habe ich dann entlassen auf eine Wiese, da ist er jetzt und es geht ihm gut. Und jetzt habe ich so eine andere Methode und zwar ist es, okay, ich atme tief durch und mein erster Weg ist, Gott, wie soll ich reagieren in der Situation? Wie soll ich umgehen mit dem Frust? Du siehst, das ärgert mich, das nervt mich. Und wie gehe ich jetzt um? Ist es dran in der Sache? Darf ich das spiegeln? Ist das was, wo derjenige vielleicht auch gar nicht genau weiß, was das mit mir macht? Muss ich es einfach sagen? Oder ist es was, wo in dem Fall ich Gnade vor Recht ergehen lasse sozusagen und mich jetzt einfach mal nicht selber so wichtig und so ernst nehmen und jetzt einfach mal über mich selber lachen darf, weil es eigentlich bescheuert ist? Das gibt es ja auch auf Planet Emotional, ist auch vieles bescheuert. Da habe ich einen super Spruch, den habe ich letztens gelesen. Mein Verhalten ist oft taktisch unklug, dafür aber emotional notwendig. Fand ich super.